Teil 4 der Champions League Achtelfinalreihe steht an mit den Partien ManU gegen Sevilla, Rom gegen Shakhtar Donetsk, Barcelona gegen Chelsea und Istanbul gegen Bayern. Ihr seht die Timestamps, ansonsten jetzt viel Spaß mit der kompletten Prognose. Die Ausgangslage für Manchester United könnte deutlich besser sein. Ohne ein Auswärtstor gingen sie nach dem 0:0 in Sevilla vom Platz. Nichtsdestotrotz ein Sieg, egal in welcher Höhe, egal in welcher Deutlichkeit, würde ihnen reichen. Ein 0:0 führt ins Verlängerungsabteil oder ins Elfmeterschießen. Sevilla kommt mit diesem 0:0 sicherlich gar nicht mal so ungelegen, denn für sie ganz genau die Vorgabe, ein Tor, und Manchester United muss mindestens zwei weitere schießen. Allerdings stand das noch alles in den Sternen an diesem Dienstagabend im Old Trafford zwischen Manchester United und Sevilla. Manchester United allerdings legte gut los. Lukaku erstmal mit der Flanke, dann kann Escudero den Ball nicht richtig rausbringen. Und das ist dann Paul Pogba. Was für ein Abschluss von Paul Pogba. Sechste Spielminute, sein erstes Tor in der Champions League-Saison. Und direkt mal ein ganz wichtiges. Im Hinspiel hatte es über 90 Minuten nicht funktioniert, ein Tor zustande zu bringen. Beide Teams zu zaghaft. Hier ist es Paul Pogba nach 9 Minuten mit dem ersten Treffer der Partie. Und Manchester United davon erstmal beflügelt. Alexis Sanchez nach 22 Minuten fast mit dem 2:0. Sevilla kam hier nicht wirklich in den Abend rein. Bislang noch nichts zu sehen, bis kurz vor der Pause. Nsonsi im Zusammenspiel mit Eva Banega. Da bekommt er den Ball wieder und dann zündet er einfach mal ein. Von der 16er Kante, oben links rein, Steven Nsonsi mit dem Ausgleich. Und Stand jetzt wäre Sevilla in der nächsten Runde. Wie aus dem Nichts dieser Schlag ins Gesicht von Manchester United. Ein traumhafter Treffer, muss man dazu natürlich sagen. Nichtsdestotrotz hat er der 1,93 lange Mittelfeldspieler zu viel Freiräume. Und dann trifft er den perfekt. Hat Glück, dass der Ball vom Pfosten ins Tor prallt. Mourinho war bedient. Zweiter Durchgang, Manchester United klar mit der Vorgabe. Ein Treffer müssten sie jetzt mindestens erzielen. Paul Pogba fast wieder mit dem schnellen Tor im Durchgang. Aber eine Stunde jetzt gespielt, Manchester United rannte diesem 1:1 hinterher. Ein Unentschieden, mit dem sie definitiv nicht leben könnten. Romelu Lukaku, 62 Spielminuten von der Uhr, verfehlte ganz knapp den Führungstreffer. Dann kam Sevilla mal wieder nach vorne. Ansonsten wirklich kaum aufmerksam auf sich gemacht, wenn es nach vorne ging. Und dann Joaquin Correa, 77. Spielminute. Der ganz, ganz bittere Tiefschlag für ManU. Jetzt brauchten die zwei Treffer, denn dieses Tor war nicht einkalkuliert. Die zweite Halbzeit gehörte ganz klar den Engländern. Und dann kommt hier Correa daher. Das ist natürlich bitter. Valencia ist da im Zweikampf überhaupt nicht drin. Kann den Ball eigentlich aus besserer Position rausschlagen. Versäumt das allerdings. Und ManU jetzt zwei Treffer. Es ist schon vieles Verrücktes passiert in der Champions League. Romelu Lukaku, 88. Spielminute allerdings, vergibt die letzte Möglichkeit. Das wäre es nochmal gewesen für eine heiße Schlussphase. Aber es blieb bei diesem 1:2. Manchester United fliegt aus der Champions League gegen Sevilla mit 1:2. Und die Spanier sind natürlich höchst zufrieden mit diesem Resultat. Dienstagabend und AS Rom war gegen Shakhtar Donetsk in der Verpflichtung, etwas nach vorne zu bringen. Ein 1:0 würde ihnen beispielsweise reichen, da sie ja ein wichtiges Tor auf des Gegners Platzes durch Ünder erzielen konnten. Im 4-2-3-1 eigentlich Dzeko in der Spitze und Sharawi über links außen. Sollte es dann gegen die Gäste aus der Ukraine auch lang, aber dass die nicht einfach nur aus Spaß nach Rom gekommen sind, sollte auch klar sein. Nicht unbedingt favorisiert, aber wir können ein Spiel auf Augenhöhe erwarten.
ließ diese Begegnung im Vorhinein und besonders in Anbetracht des Hinspiels vermuten. 4-5-1, Bernard und Malos über die Außen, Ferreira in der Spitze. Schachtar Donetsk also nicht in der Verpflichtung, zwangsläufig hier was zu tun, aber sie brachten viel nach vorne. Und nach 4 Minuten die erste Annäherung. Kolarov allerdings kann da gerade noch so klären, wäre ansonsten gefährlich geworden. Aber Rom nicht in der Partie. Nervosität machte sich breit unter Anbetracht des Publikums, das durchaus gute Stimmung verbreitete. Eigentlich ein Faktor, der für Rom sprechen sollte, sprach das hier an diesem Abend erstmal ganz und gar nicht für die Gastgeber. Denn Schachtar Donetsk macht hier nach wie vor mehr nach vorne. Bernard sogar per Kopf nach einer halben Stunde, allerdings nicht zielführend. Doch klar war auch, ein Tor für Rom und es würde hier komplett anders aussehen. Cengiz Ünder allerdings mit der ersten Möglichkeit relativ fahrlässig umgegangen. Doch es gab vor der Pause nochmal einen Eckstoß von der linken Seite. Florenzi bringt den rein und Kolarov testet Pjatov, der ist allerdings zur Stelle gegen diesen zu harmlosen Kopfball. Zweiter Durchgang, Schachtar Donetsk startet wieder besser in diesen. Und Alisson wird gleich mal getestet nach 57 Spielminuten. Die größeren Chancen lagen definitiv auf Seiten der Gäste, wobei sie eben mit diesem 0:0 auch leben könnten. Doch AS Rom lief die Zeit davon, 22 Minuten noch auf der Uhr. Nein, Golan aus den zweiten Pfosten dann. Schick auf einmal in der Position, den Ball gefährlich aufs Tor zu bringen. Nimmt da das volle Risiko in Kauf, trifft da nur das Außennetz. Es wurde ein bisschen unruhiger im Stadion. Nervosität machte sich breit. Man wollte nicht mit diesem 0:0 das Turnier verlassen. Und noch wäre die Möglichkeit da. Sharawi trifft allerdings nur den Pfosten. 72. Spielminute. Jetzt war auch noch Pech im Spiel für die Roma. Pjatov wäre vergeblich geflogen. Stattdessen aber nochmal Schachtar Donetsk. Ein Treffer und es wäre hier jetzt 10 Minuten vor dem Ende auch entschieden. Aber auch das war wieder zu ungefährlich. AS Rom kam aber direkt im Gegenzug wieder nach vorne. Perotti mit der guten Hereingabe und dann Dodo im allerletzten Moment grätscht da den Ball raus. Die Rom-Fans machten nochmal gut Stimmung, aber es brachte nicht viel. Schachtar Donetsk stattdessen nochmal auf dem Weg nach vorne. Letzte Aktion des Spiels. 0:0 am Ende. Das Resultat, das wäre hier das 0:1 gewesen. Im Endeffekt geht dieses torlose Resultat in Ordnung über die gesamten 90 Minuten. Schachtar Donetsk tendenziell besser und dementsprechend kommt der Gast aus der Ukraine definitiv nicht unverdient weiter. Der FC Barcelona konnte dem 1:0 im Hinspiel noch gerade so von der Schippe springen. Ein 1:1, was man auf des Gegners Platz ist, sicherlich gerne in Kauf genommen hat. Denn ein 0:0 beispielsweise würde den Katalanen jetzt reichen. Im 4-4-2 sollte es dann nach vorne gehen. Suarez und Messi vorne in der Spitze. Allerdings ein sehr variables Aufgebot, das links wie rechts gefährlich auflaufen kann. Der FC Chelsea aber auch in dem Wissen, dass ihnen hier ein Treffer theoretisch auch schon reichen kann. Ob es dann im Endeffekt Verlängerung und Elfmeterschießen wird oder ein 1:0-Sieg, sollte ihnen sicherlich wenig Interesse bieten. Denn es geht darum, weiterzukommen und wie das zustande kommt, das ist irrelevant. Chelsea begann hier gut und dann gab es direkt den ersten Aufreger. 9. Spielminute, Victor Moses von Jordi Alba gelegt. Da fliegt Victor Moses natürlich auch relativ stark von der Schwerkraft getroffen, aber kein Problem. Ter Stegen ist zur Stelle und was für eine Tat nach diesem gar nicht so schlecht geschossenen Strafstoß von Eden Hazard. Glanztat von Marc-André Ter Stegen. Allerdings Chelsea weiter auf dem Weg nach vorne, ließ sich davon nicht einschüchtern. Um Pedro vergibt die nächste Riesenmöglichkeit auf dem zweiten Pfosten. Diesmal ist Sergio Roberto zu weit weg und da fehlte wiederum nicht viel. Dann kam auch Barcelona mal nach vorne. Roberto eben noch hinten anfällig gewesen, bedient hier Coutinho. Thibaut Courtois allerdings ist zur Stelle, fährt den Fuß aus
und bereinigt den Ball. Relativ souverän. Aber vor der Pause wurden die Blues dann nochmal stärker. Der nächste Abschluss, Ter Stegen allerdings. Guter und stabiler Rückhalt. Von nervös wirkenden Barcelona-Spielern. Denn im zweiten Durchgang zeichnete sich wieder ein ähnliches Bild ab. Olivier Giroud mit dem Abschluss, 52 Minuten gespielt, trifft wieder nur den Außenpfosten. Das war ein Ritt auf des Messers Klinge. Aber nichtsdestotrotz, Barcelona darf man nach vorne nie außer Sichtweite lassen, denn ein Schuss, ein Tor würde hier schon wieder das komplette Spiel auf den Kopf stellen. Doch Cesc Fabregas, der Ex-Barcelona-Spieler, 65 Minuten dann gespielt, wollte das gegen seinen Ex-Club nicht einfach so stehen lassen. Und Chelsea immer wieder nach vorne, immer wieder nach vorne. Und dann hatten sie sich dieses 0:1 verdient. Alvaro Morata mit dem 1:0 für die Gäste. Hochverdient gehen die Gäste hier eben in Führung. Und Barcelona war jetzt in der Pflicht. Ein Tor brauchten sie. Aber schauen wir uns das Tor nochmal an. Alvaro Morata könnte der goldene Torschütze sein für Chelsea. Das ging zu einfach. Den legt er sich selbst auf. Überragend im Doppelspiel, im Doppelpassspiel mit Willian. Bekommt er den Ball wieder. Und Ter Stegen ist dann gegen diesen harten platzierten Schuss machtlos. Und Barcelona musste jetzt einen Treffer erzielen, um erstmal in die Verlängerung zu kommen. Sergio Roberto in der vergangenen Saison so einen wichtigen Treffer erzielt. Hier vergab er. Und Barcelona rannte diesem 0:1 bis in die Nachspielzeit hinterher. Messi mit dem Eckstoß von der linken Seite. Ter Stegen sogar mit nach vorne aufgerückt. Ein Treffer und sie bekämen 30 Minuten Gnadenfrist. Allerdings erstmal von Thibaut Courtois geklärt. Und Barcelona, das dauert zu lange, den Ball wieder reinzubringen. Das war's. Barcelona scheidet im Kampf nur gegen Chelsea mit 0:1 aus dem Wettbewerb. Und damit eine große Überraschung im Champions League Achtelfinale. Der FC Chelsea im Viertelfinale der Königsklasse. Am frühen Mittwochabend war in Istanbul die Sache eigentlich schon lange klar. Der FC Bayern nach dem 5:0 im Hinspiel schon sicher eigentlich in der nächsten Runde. Man wollte sich allerdings nochmal gut präsentieren. Ebenso wie besiegt das Istanbul, wo man ein wenig nach der Klatsche im Hinspiel eben die Ehre etwas verteidigen möchte und sich zumindest gut präsentieren kann vor heimischen, gut aufgelegten Beşiktaş-Fans. Bayern in der gewohnten Formation. 4-1-4-1, Lewandowski in der Spitze, etwas überraschend. Man hätte auch mit Sandro Wagner rechnen können angesichts der Ausgangslage. Nichtsdestotrotz ein Zeichen von Jupp Heynckes, dass er diese Partie durchaus ernst nahm. Und das sah man den Bayern-Spielern ebenso an. Thiago Lewandowski zusammen im Doppelpassspiel und dann letztendlich der erste Abschluss der Partie, allerdings noch zu schwach. Doch Bayern erhöhte weiterhin den Druck und kam dann nach 22 Minuten ganz gefährlich vors Tor, weil Lewandowski völlig frei ist. 0:1, 22. Spielminute. Der Pole mit dem 6. Treffer in der Champions League-Saison markiert das verdiente 1:0 für die Bayern. Der hat da natürlich deutlich zu viel Platz. Auch Thiago wird da weit und breit nicht angegangen. Pepe, der mit gebrochenem Zeh fehlte, eine gewaltige Stütze, der durchaus sichtbar fehlte. Aber vor der Pause kam dann mal Beşiktaş. Schöne Flanke. Ulreich kann sich gerade noch so strecken und klaut da den Stürmern von Beşiktaş den Ball vom Fuß. Zweiter Durchgang, ähnliches Bild. Bayern deutlich gefährlicher. Thiago nach 50 Spielminuten. Allerdings trifft er den Ball nicht optimal, sodass er knapp links vorbeifliegt. Aber nur wenig später Ribéry, Thiago, und diesmal ist er erfolgreich. 53. Spielminute. 2:0 und jetzt war auch klar, Bayern wird dieses Spiel definitiv gewinnen. Allerdings
Richtig viel Emotion kam da nicht mehr auf. Man war natürlich dennoch zufrieden. Gute Leistung, schönes Tor vor allem. Allerdings spannungstechnisch war es ja von vornherein eher nur Schonkost. Nichts zu halten für den Keeper. 20 Minuten dann knapp vor dem Ende. Nochmal Istanbul. Sie hatten Abschlüsse, sie spielten nach vorne, zeigten sich hier besser als im Hinspiel. Allerdings wiesen sie auch immer wieder Abwehrschwächen auf und Fabrizio verhindert hier nach 82 Minuten noch das 0:3. So dass Thomas Müller überragend in Form nicht zu seinem Erfolg kommt. Nochmal zumindest der Ehrentreffer für Istanbul. Nein. Ryan Babel mit der letzten Möglichkeit der Partie. Besiegt das deutlich, Form verbessert. Bayern allerdings auch definitiv sichtbar im Schongang unterwegs, sodass sie sich im Endeffekt mit 7:0 Toren ins Viertelfinale schießen und damit sehr gut leben können. Istanbul scheidet sang- und klanglos ohne eigenes Tor aus dem Wettbewerb. Jo, hier seht ihr nochmal in der Übersicht alle Ergebnisse der Prognose und meine Tipps. Tippt auch ihr wie immer gerne in den Kommentaren mit. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß mit der Champions League. Wir sehen uns in Kürze mit der Bundesliga. Bis dann und ciao.